Hallo, auch von mir ein recht herzliches guten Abend aus Bernau bei Berlin. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer dritten PEFC-Videosprechstunde zum Thema Waldbau und Klimaanpassung. Bei den Fragen ganz wichtig, wir werden die Fragen oder die Fragen werde zum größten Teil ich beantworten. Die Antworten werden sich immer auf den PEFC-Waldstandard beziehen und zwar auf den aktuellen, auf den PEFC-Waldstandard von 2020. Ich halte ihn kurz in die Kamera. Das ist dieses Heft, was Sie gedruckt sicherlich kennen, was Sie aber auch online als Dokument abrufen können. Was bei dieser Videosprechstunde etwas schwieriger sein wird oder wo man etwas genauer gucken muss im Vergleich zu den vorhergehenden Videosprechstunden, ist, dass wir keine individuelle, konkrete waldbauliche Beratung geben können. Also ganz konkret, was kann ich in meinem Betrieb mit dem und dem Standort, mit dem und dem Betriebsziel machen? Diese ganz konkrete einzelbetriebliche Beratung leisten in den einzelnen Bundesländern die Landesforstverwaltungen, die privaten Forstdienstleister, die Waldbesitzer und Waldbauernverbände mit ihren Waldbesitzerschulungen, mit den Waldbauernschulen. Dazu kommen die forstlichen Vereine, die Sie alle kennen, Forstverein, etc., sowie die Verbände und Gewerkschaften mit ihren Exkursionen und Fachinformationen. Also immer, wenn es einzelbetrieblich wird, sind das im Zweifel die Ansprechpartner, die Ihnen da konkret weiterhelfen können. Wir wollen uns heute auf die Beantwortung oder den Blickwinkel PEFC und PEFC-Waldstandards beschäftigen. Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar einführende Worte mit auf den Weg geben zum Thema Waldbau und Klimaanpassung und warum wir uns für diese Thematik entschieden haben. Zunächst ganz klar, und ich glaube, das ist. Das. Genau. So, da ist ein Mikrofon auch noch stumm, genau. Zunächst, waldbauliche Entscheidungen sollten, und das ist auch, also zunächst Kern allen forstlichen Handelns und auch Kern des PEFC-Standards, waldbauliche Entscheidungen sollten immer auf der Grundlage der standörtlichen Eigenschaften eines Waldortes getroffen werden. Und zu diesen standörtlichen Eigenschaften gehören eben neben den Dingen, die man primär im Kopf hat vielleicht, das ist also Nährkraftversorgung, Nährkraftstufe, zählen eben auch alle Dinge, die durch das Klima beeinflusst werden. Sind Dinge wie Wasserverfügbarkeit, Niederschläge, klimatische Entwicklung. All diese Dinge bilden ja am Ende den Standort ab oder beschreiben den Standort und Entscheidungen sollten immer ja auf Grundlage all dieser Faktoren getroffen werden. Die standörtlichen Entscheidungen können sich verändern oder die standörtlichen Eigenschaften können sich verändern. Das kann sein, dass durch waldbauliches Handeln über Jahrhunderte die Nährkraftversorgung sich verschlechtert. Das ist das, was man oftmals kennt aus den klassischen Reinbeständen, gerade im Bereich des Nadelholzes. Aber natürlich können sich eben durch den Klimawandel oder durch Klimaveränderung auch andere Dinge wie Niederschläge, Sonneneinstrahlung etc. verändern. Die Entwicklung, in welcher Ausprägung diese Entwicklung oder diese Veränderung stattfinden wird, die ist derzeit noch unklar. Was aber sicherlich klar ist, und das ist, glaube ich, auch Konsens in der Klimakunde und auch in der forstlichen Klimakunde, ist, dass es wärmer wird. Das ist definitiv, dass es bereits wärmer geworden ist. Dass es weniger Niederschläge in vielen Bereichen Deutschlands geben wird und dass die Niederschläge ungünstiger oder ungleichmäßiger verteilt sind im Jahr und nicht mehr so, wie wir es kennen, mit Frühjahrsniederschlägen und im Sommer diesen klassischen Landregen. Da wird es Verschiebungen geben. Der PEFC-Waldstandard hat in seiner aktuellen Version, die ich Ihnen eben gezeigt habe, nochmal ganz deutlich Bezug auf den Klimawandel genommen. Und zwar unabhängig davon, wie und in welchem Grad der Klimaveränderung er eintreten wird, ob es jetzt das 1,5-Grad-Ziel ist. Ich glaube nicht, dass wir das noch halten. Ich war in der vergangenen Woche auf einer Veranstaltung hier bei uns in Brandenburg. Da wurde nochmal klar, wir haben bereits 1,2 Grad Klimaerwärmung in Brandenburg erreicht. Also wir haben nicht mehr so viel Platz bis zu diesem berühmten 1,5-Grad-Ziel. Wir werden wohl irgendwas um 2 Grad einpegeln. Und aufgrund dieser Klimaveränderung hat eben der PEFC-Waldstandard doch deutliche Hinweise oder deutliche Bezüge zur Klimaveränderung genommen. Es gibt in der Einführung des Standards, wenn Sie das Dokument zur Hand nehmen, ganz klare Bezüge zur Klimaveränderung. Es gibt auch in den einzelnen Standardpunkten deutliche Hinweise. Da würde ich Ihnen nur zwei oder
3 mit auf den Weg geben. Das ist im ersten Kapitel, wo es um Bewirtschaftungspläne geht, ist eingeführt worden oder eingefügt worden, dass für Bestände, die durch den Klimawandel bedroht sind, die Bewirtschaftungspläne anzupassen sind. Das ist ganz klar, da geht es dann um Bestockungsziele etc. Und im vierten Kapitel ist nochmal ergänzt worden, dass klimatolerante Herkünfte heimischer Baumarten bevorzugt werden sollten, wenn es um künstliche Verjüngungsmaßnahmen geht. Und es geht um die Zulässigkeit von heimischen, aber nicht standortgerechten Baumarten. Also immer dann, wenn es um Fremdländeranbau geht, was ja doch oftmals als ja, ein Weg, aus, um diese Klimaveränderungen abzufedern im Wald gilt, dass man fremdländische Baumarten nimmt. In Grenzen muss genau gucken, sowohl von den Baumarten an sich, aber ob sie auch wirklich am Ende des Tages geeignet sind. Viele Baumarten vertragen zwar das zu erwartende Klima ganz gut, aber das Problem sind eben besondere klimatische Eigenheiten, die wir in Deutschland immer noch haben werden. Das sind Dinge wie Spätfröste zum Beispiel. Die vertragen viele, auch südländische Baumarten, eben nicht so gut, auch wenn sie mit Trockenheit ganz gut zurechtkommen. Und es nützt ihnen wenig, dass eine Baumart die Trockenheit gut verträgt, aber dann im Frühjahr erfriert bei einem Spätfrost, dann haben wir auch nichts gekonnt. Genauso gibt es im vierten Kapitel den Hinweis auf Waldinnenränder, dass der Waldbesitzer Waldinnenränder und Waldaußenränder fördern soll. Das dient eben vor allen Dingen dem Waldinnenklima und der Windruhe, auch wichtig für Bestände. Und das Thema Bestandesentwässerung spielt, glaube ich, keine Rolle mehr, aber auch das kann man ja damit einfließen lassen gedanklich, weil es, man sollte schon auch vielleicht bestehende Bestandesentwässerung zurückbauen, um das Wasser im Wald zu halten, sofern das von den Wasser- und Bodenverbänden zulässig ist. Abschließend zu den Vorworten sei gesagt, dass die endgültige waldbauliche Entscheidung natürlich immer bei den Waldbesitzenden liegt oder beim betreuenden forstlichen Fachpersonal, dass diese Entscheidung immer auf der Grundlage, und das ist meine Erfahrung, ich bin seit 6,5 Jahren bei PFC, bin seit über 15 Jahren im Wald tätig, in verschiedenen Positionen, dass die waldbauliche Entscheidung immer nach bestem Wissen und Gewissen gefällt wird und auch auf Grundlage vieler aktueller Forschungsergebnisse. Und ich hatte es vorhin gesagt, da gibt es eine Reihe von Veranstaltungen und Anbietern, die da auch aktuelle Informationen bieten. Und abschließend noch, so viel sei gesagt, Mischung reduziert das Risiko. Mein Plädoyer hier schon für gemischte Bestände, aber ich denke, da werden wir bei den Fragen auch nochmal drauf kommen. Aber gemischte Bestände reduzieren in allen Fällen und immer das Risiko für alle möglichen Probleme, die im Wald auftreten können, auch in klimatischer Hinsicht. So viel von mir vorneweg zur Einführung zum Thema. Und ich würde zum zweiten Teil der heutigen Veranstaltung kommen, nämlich zur Zeit für Fragen. Und da würde ich zunächst beginnen mit den Fragen, die uns vorab erreicht haben, und würde Katrin bitten, da die Fragen entsprechend zu stellen, dass wir dann auch die Fragen beantworten können. Und wir kommen, wie besprochen, zu den Fragen, die Sie uns im Vorfeld haben zukommen lassen. Und da ist ein Stichwort eben schon gefallen, das hier bei den Fragen auch eine große Rolle spielt, nämlich die Mischung macht es offensichtlich. Wir beginnen mit der ersten Frage, die auch schon gut zum Thema hinführt, nämlich was der PFC-Standard denn bezüglich Mischbeständen denn jetzt so genau fordert. Die Frage lautet, wann sind Bestände als Mischbestände anzusehen? Sebastian. Ja, vielen Dank, Katrin. Da ist der Standard ziemlich eindeutig und definiert sogar klare Grenzwerte. Und der Standard sagt eben, dass ab einem Anteil von 10% Mischbaumarten im Bestand ein Bestand als gemischt angesehen werden kann, wobei dabei eben wichtig ist, im Bestand, also solche Gedankenspiele, wie der eine oder andere vielleicht hat, ich habe eine 10 Hektar große Abteilung, mache da eine Ecke mit einem Hektar einer anderen Baumart und die anderen 9 Hektar pflanze ich mit einer einzelnen Baumart voll. Das würde nicht funktionieren, weil das dann auch kein Bestand mehr ist, sondern das ist dann sicherlich eine Unterfläche, eine Teilfläche. Das würde nicht gehen, sondern es soll schon bestandesweise gemischt werden, sinnvoll. Also Horst- und gruppenweise sicherlich in der Regel und mit einem Anteil von mindestens 10%, dann spricht der PFC-Standard von einem Mischbestand. Alles klar, vielen Dank dafür. Dann direkt angeschlossen die Frage, ob
PEFC denn auch Empfehlungen hat für die sogenannten standortgerechten Baumarten und das auch noch möglichst in den unterschiedlichen Regionen. Bedeutet ja also, dass eine Baumart nicht unbedingt im Norden oder Nordosten genauso standortgerecht ist wie im Süden der Region. Wie ist das? Haben wir hier Informationen beziehungsweise wie kann man das näher erläutern, Sebastian? Ja, also erstmal zur Begrifflichkeit Standortgerechtigkeit, da äußert sich der PEFC-Standard eben auch, da sagt er ganz klar, was ist Standortgerechtigkeit im Sinne des PEFC-Standards und das würde ich zitieren, den Satz, weil dann haben wir es genau. Er findet sich im Standard 4.1 unter Punkt B und eine Baumart gilt dann immer als standortgerecht, wenn sie sich aufgrund ihrer physiologischen und morphologischen Anpassung an die Standortbedingungen in der Konkurrenz zu anderen Baumarten und zu Sträuchern, Gräsern und krautigen Pflanzen in ihrem gesamten Lebenszyklus von Natur aus behauptet, gegen Schäden weitgehend resistent ist und die Standortskraft erhält oder verbessert. Mit einer kleinen Auslassung folgt noch, so können auch Baumarten, zu deren Gunsten steuernde Eingriffe erfolgen, standortgerecht sein, zum Beispiel Eiche in Mischbeständen mit Buche. Das ist die Begründung, also eine sehr technische Begründung. Und wir selber haben keine Auflistung, welche Baumarten auf welchem Standort standortsgerecht sind. Da helfen aber in der Regel die Forstverwaltungen mit ihren Waldbauempfehlungen oder die forstlichen Versuchsanstalten der Länder weiter, weil die haben in der Regel für die Bundesländer einzelne Empfehlungen, Baumartenempfehlungen, Bestandes-Ziertypenkataloge. Das geht so weit, dass zum Beispiel in Sachsen, Anhalt und Hessen für die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt sogar ein Geoportal zur Verfügung steht, wo eben Waldbesitzende mit dem Klick auf eine Karte auswählen können, was ist das für ein Standort und welche Baumarten, welche Bestockungsziertypen werden empfohlen. Und eine Zusammenstellung aller dieser Inhalte, dieser Links zu den verschiedenen Empfehlungen für die verschiedenen Bundesländer finden Sie auf unserer Internetseite oder Katrin Fetz wird es auch im Chat nochmal einfügen, den Link, aber Sie finden eben diese Inhalte auch auf unserer Internetseite und da sind alle entsprechenden Waldbauinformationen verlinkt und von da aus können Sie sich dann weiter informieren. Ansonsten helfen eben auch die Mitarbeitenden der entsprechenden Landesforstverwaltungen, die wissen auch, wo sie diese Informationen finden. Genau, der Link ist gerade eingefügt worden. Da finden Sie Hinweise zu Ihrer Region. Wir werden den Link dann auch, wenn wir das Video bei YouTube veröffentlichen, auch unten in die Beschreibung eintippen. Also wenn Sie jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade den Link nicht öffnen können oder nicht abspeichern können, dann können Sie den auf jeden Fall auch nochmal im Nachgang dort abrufen. Kleiner Hinweis von mir auch noch, bevor ich zur nächsten Frage komme, so wie es hier auch im Chat an Sie steht. Wenn Ihnen jetzt also während des Meetings schon Fragen noch einfallen oder Sie noch darum ringen, wie Sie die Frage am besten stellen können, können Sie das gerne hier im Chat machen und wir werden die Fragen dann entsprechend aufnehmen und beantworten. Das gilt auch dann, wenn Sie sagen, naja, ich habe jetzt ein Thema, das ich gerne loswerden würde, das so komplex ist, das kann ich nicht alles hier so abtippen und Sie würden die Frage lieber mündlich stellen, dann ist das auch kein Problem. Sie können die Hand heben beziehungsweise sich hier im Chat entsprechend auf sich aufmerksam machen und dann werden wir Sie gerne freischalten. Wir kommen zur nächsten Frage. Muss ich eben hier am anderen Bildschirm die kurz aufrufen. Da geht es auch nochmal um das Thema standortgerecht, beziehungsweise in dem Fall standortheimisch oder nicht standortheimisch. Die Frage lautet nämlich, können nicht standortheimische, also fremdländische Baumarten eingebracht werden? Und wenn ja, in welchem Mischungsanteil denn? Ja, also hier trifft der PEFC-Standard keine konkreten Zahlen, also keine Obergrenzen für die Mischung, sondern es muss eben waldbaulich sinnvoll sein, das ist das Erste. Und der Standard sagt, es werden Mischbestände mit standortgerechten Baumarten aufgebaut und das heißt, Sie können auch bei Ihrer waldbaulichen Entscheidung fremdländische Baumarten mit in Betracht ziehen. Diese dürfen allerdings nicht, und das steht eben dann auch im Standard, nicht zu einer Beeinträchtigung der Regenerationsfähigkeit anderer Baumarten führen, also die Naturverjüngung der fremdländischen Baumarten. Das sehr plastisches Beispiel, was viele da vor Augen haben, ist die spätgrüne Traubenkirsche, die eben mit ihrer Naturverjüngung zu einer Verdrängung anderer Baumarten führt. Also die aktiv einzubringen, ist sicherlich schwierig unter PEFC-Gesichtspunkten. Andere Dinge, gerade im Bereich der Nadelbäume, Douglasie,
was ja per se erstmal eine nicht standortsheimische Baumart ist, je nachdem, welche Veröffentlichung man zu Rate zieht, ist unproblematisch. Also da ist mir zum Beispiel auch noch nie eine Invasivität untergekommen, auch wenn die gerne behauptet wird, aber Nadelbäume, ja, die schneide ich ab und dann sind sie ja dann auch weg und die bilden keine Wurzelbrut aus und keine Stockausschläge. Das ist alles sehr einfach. Also da, das geht, können Sie gerne beteiligen, wenn standortsgerecht oder wenn die Standortgerechtigkeit gegeben ist. Okay, ich würde, auch wenn hier eventuell zu erwarten ist, dass noch Nachfragen kommen, so war zumindest die Erfahrung aus dem letzten Jahr, als wir dieses Thema in anderen Videosprechstunden zumindest anskizziert haben, würde ich zur vierten Frage, die uns im Vorfeld erreicht hat, übergehen. Und hier kommen wir so langsam vom Thema Mischung weg und widmen uns einer anderen Thematik, die damit zu tun hat, Wälder klimastabil aufzubauen beziehungsweise für den Klimawandel bestmöglich zu rüsten. Und hier geht es um das Thema Entwässerung, gerade auch ja in den letzten Jahren durchaus von großer Relevanz. Und zwar geht es hier konkret um wegbegleitende Gräben. Sind wegbegleitende Gräben beziehungsweise bedeutet wegbegleitende Gräben zu haben Entwässerung im Sinne des PEFC-Standards Punkt 5.3? Ja, also der Standard ist da sehr eindeutig und im Punkt 5.3a steht eben dezidiert, Wegegräben sind keine Entwässerungseinrichtungen im Sinne dieses Standards, sie dienen eben der Wegeentwässerung. Hintergrund der Frage ist sicherlich die Aussage, dass keine Entwässerung neu angelegt werden dürfen, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und es macht natürlich auch keinen Sinn, heutzutage Bestände zu entwässern. Jeder ist froh um Wasser im Wald und will eben das Wasser im Wald halten. Deswegen sollen eben keine neuen Entwässerungseinrichtungen angelegt werden. Aber Wegegräben, um auf die Frage zurückzukommen, dienen ja nicht der Bestandesentwässerung, sondern Wegegräben dienen ganz konkret der Entwässerung der Wege und dem Erhalt der Wege. Deshalb ist die Anlage von Wegeentwässerung oder von Wegegräben unproblematisch. Da muss man sich dann eben nur über die Wasserführung Gedanken machen. Das ist sicherlich dann das, ja, das konkrete Handeln im Wald wieder. Danke, Sebastian. Wir kommen mit einer Frage, die uns im Chat erreicht hat, dann doch nochmal, wie eben schon fast vermutet, zurück zu der Frage fremdländisch, standortheimisch. Und zwar geht es hier ganz konkret um die Baumart Robinie. Wie ist das zu bewerten? Ah, schwieriges Thema. Also Robinie ist wird immer wieder überlegt, ob man sie einbringt. Sie hat ja doch einige Vorteile. Sie kann kommt mit sehr schlechten Standorten zurecht oder sehr schlecht nährkraftversorgten Standorten, auch mit wenig Niederschlägen. Sie dient dem Waldbrandschutz. Da kommt es ja auch oftmals her, so Robinenstreifen, dass sie so als Brandriegel eingesetzt werden. Das Problem ist tatsächlich, was macht man, also wie verhält sie sich? Und da zeigt ihm die Erfahrung, dass er die Robinie zum Beispiel auf Beschädigung ihrer Wurzeln mit neuen Ausschlägen reagiert und auch bei der Holzernte immer wieder neu austreibt. Und das sollte man sich gut überlegen, was man damit macht, ob man sie wieder los wird. Also ich kenne auch Waldbesitzer, die fluchen über die Entscheidung ihrer Vorfahren oder der dort vorher tätigen Robinie eingebracht zu haben, weil sie nicht loswerden und weil sie eben auch keine anderen Baumarten dort begründen können. Andere sagen, okay, auf kleiner Fläche kann man sie durchaus mal einbringen, hilft sie. Ist schwierig, weil sie eben ja durch ihre Wurzelbrut doch dazu neigt, andere Baumarten zu verdrängen. Deswegen schwierige Entscheidung, sollte man sich gut überlegen als Waldbesitzer, ob man das macht und mit welchen Flächenanteilen und wie man es dann auch tatsächlich räumlich strukturiert auf der Fläche, dass man sie jetzt vielleicht, wenn dann auch nicht gruppenweise einbringt, sondern dann wirklich in einer größeren Gruppe oder als Randstruktur, kann man sich das durchaus überlegen. Ansonsten schwierig, weil auch die Vermarktung, naja, nicht ganz so einfach ist. Es gibt ein paar Abnehmer, aber ist jetzt auch nicht das super Holz, was super nachgefragt ist. Sebastian, im Chat wurde eine weitere Baumart in die Runde geworfen. Wie sieht es mit der Walnuss aus? Walnuss ist unproblematisch aus meiner Sicht. Ich habe noch nie gehört, dass die Walnuss mit ihrer Verjüngung zu einer Verdrängung anderer Baumarten beiträgt. Ich denke mal, sie ist eine gute Bereicherung fürs Biotop.
Es gibt ja auch verschiedene, also es gibt die Walnuss, es gibt ja auch Versuche mit Schwarznuss. Also die Nussarten können schon ein Bestandteil sein oder können schon ein Baustein in gemischten Beständen sein. Das halte ich für unproblematisch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt des PEFC-Standards. Alles klar. Zumindest sieht es derzeit so aus, als wäre eine kurze Pause beim Baumarten-Dropping eingekehrt, was aber nicht heißt, dass Sie nicht auch weitere Fragen dazu stellen können. Wir haben allerdings im Moment alle Fragen, sowohl aus dem Chat als auch die, die uns im Vorfeld erreicht haben, zunächst mal beantwortet. Daher würde ich vorschlagen, dass wir einen Cut machen. Ja, ich hätte noch eine Frage zu. Ja, unbedingt einen Moment. Bei Ihnen ist der Ton etwas problematisch. Da waren ein paar Störgeräusche dabei. Jetzt könnte es besser gehen. Gut, wir haben einen organischen Nassstandort, auf dem die Esche gerade abgängig ist in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist also eher zu nass und ich liebäugle so mit der Hemlocktanne. Ich würde gern den im Endbestand den Nadelholzanteil so auf 50% bringen und brauche halt irgendeine Baumart, die auf dem Nassstandort gut funktioniert. Ja, also da ist es nicht das Thema der Invasivität, sondern das ist wirklich das Thema der Standortsgerechtigkeit. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, dazu zählt eben auch, dass die Baumarten den Standort in ihrer Qualität und ihrer Güte nicht verschlechtern. Das müsste man sich auch bei der Hemlocktanne nochmal genau angucken, ob das auf diesen organischen Nassstandorten der Fall ist oder ob man denn nicht sagt, okay, das sind dann eben Bestände ohne Nadelholzanteile. Also das müsste man sich nochmal im Einzelfall angucken, ob man denn nicht vielleicht je nach Ausprägung auch mit Baumarten wie Erle oder so was macht, vielleicht auch Eiche. Aber ja, da muss man ein bisschen, aus meiner Sicht ein bisschen gucken, dass man mit den Nadelhölzern da auch, ob man damit so glücklich wird und auch eine langfristige Perspektive hat. Sicherlich aus Ertragsgründen ganz reizvoll, aber weiß ich, also müsste man sich nochmal genau angucken, auch wie die Tendenz ist, aber ich würde gefühlt erstmal sagen, vielleicht reine Laubmischbestände oder das wäre so meine Tendenz, aber das ist, wie gesagt, da ist der Bezug zum Standard die reine Standortgerechtigkeit. Das ist gar nicht die Invasivität. Okay, also eher vielleicht mal kleinflächig oder als Beimischung probieren und ansonsten irgendwie auf Erle, Schwarznuss, Ahorn kommt von alleine, sowas setzen. Da hat man ja schon eine Anzahl von Baumarten, wenn man vielleicht noch, ich hätte es eben schon gesagt, ich war gestern in einem Betrieb, wo auch Eiche eine Rolle spielt auf organischen Nassstandorten, kann man durchaus überlegen. Und da hat man ja schon ein Portfolio von 4, 5 Baumarten zusammen. Und wenn man denn auf kleiner Fläche das probiert, ja, wird man sehen, ob das von Erfolg gekrönt ist, ob es auch langfristig vor allem von Erfolg gekrönt ist. Okay, danke. Dann würde ich den Kollegen Sebastian Lohse ansprechen, um zum Teil 1 nochmal zurückzukommen. Dort haben wir eine Menge Baumarten im Fächer gehabt. Jetzt kommt eine neue dazu. Die Frage war nämlich, ob Anbauerfahrungen mit dem Trompetenbaum bekannt sind. Sebastian, was kannst du dazu sagen? Also mir sind sie bei PEFC oder im Wald noch nicht untergekommen. Bin ich hier aber auch im Nordosten tätig, vielleicht auch jetzt nicht standörtlich dafür prädestiniert. Ich kenne es tatsächlich eher als Parkbaum. Da ist eben wieder die Frage der Standortgerechtigkeit und auch wie die Verträglichkeit ist mit Spätfrosten. Das müsste man sich genau angucken. Da kann ich Ihnen jetzt aber aus dem Stegreif keine konkrete Antwort zu geben. Ich weiß auch nicht, wie das mit der Invasivität ist und da müsste man sicherlich auch naturschutzfachlich und waldgesetzlich gucken. Also das müsste man mal einer genaueren Prüfung unterziehen, ob Trompetenbaum zulässig ist und ob das auch waldbaulich tatsächlich sinnvoll ist. Ich hatte es eben, als ich die Frage gesehen habe, mal kurz gegoogelt, erscheint ja doch eher als klassischer Parkbaum. Ist auch die Frage, ob das nur eine Anreicherung oder ob das nur eine ökosystemare Verbesserung ist oder ob man da auch wirklich am Ende ein Produkt Holz erzeugt, was man vielleicht auch vermarkten kann. Das kann ich jetzt so auch ehrlicherweise nicht sagen.
Ja, also zunächst von mir recht herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für die Beteiligung, für die Fragen, die Sie gestellt haben. Das bereichert ja eine solche Veranstaltung auch immer. Katrin hat darauf hingewiesen, in der nächsten Woche haben wir noch eine weitere Videosprechstunde. Das ist dann die vierte und damit auch letzte in diesem Jahr. Zunächst erstmal, da wird es um Zusatzmodule gehen zum PFC-Standard, also um den Erholungswald, um den Weihnachtsbaumstandard, um das Thema Kuh- und Heilwald. Wenn Sie also Fragen oder Informationen dazu wünschen, können Sie sich gerne daran beteiligen. Sie können sich auch weiterhin anmelden. Sie bekommen dann in gewohnter Art und Weise den Zugangslink vorher zugeschickt. Informieren Sie gerne auch, wenn es vielleicht für Sie relevant ist, die kommunalen Revierleiter bei Ihnen im Umfeld, vielleicht mit denen Sie zu tun haben, für die ist es vielleicht auch interessant, das also als Hinweis auf die nächste und ja erstmal letzte Videosprechstunde in diesem Jahr. Wir haben es schon öfter erwähnt, diese Sprechstunden werden aufgezeichnet, sind in der Vergangenheit aufgezeichnet worden. Die finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Die vergangenen Aufzeichnungen kann man sich also auch anhören oder anschauen. Ich habe auch schon von einigen gehört, die das regelmäßig im Auto machen, weil sie sich nur die Tonspur angucken. Sie haben es ja heute gesehen, auf dem Bildschirm passiert gar nicht so viel. Das gesprochene Wort ist das, was zählt. Also kann man sich auch gut nebenbei anhören. Ansonsten werden wir hoffentlich noch in diesem Jahr, wir gucken, ob wir es schaffen, die PFC-Praxishilfen veröffentlichen, also weitere Praxishandreichungen, wo wir nochmal über gewisse Dinge informieren. Diese Videosprechstunden sind ja ein Teil dessen. Auch da der Hinweis auf unsere Internetseite und auf den Newsletter, wo wir Sie entsprechend informieren. Ansonsten kann ich Sie nur ermutigen, wenn Sie Fragen haben zu PFC, zum PFC-Waldstandard, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen Regionalassistentinnen und Regionalassistenten in Ihren Regionen. Die helfen Ihnen da kompetent weiter. Die kennen dann auch die Ansprechpartner in den Regionen oder die Hinweise für Ihre Region. Die stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Für meinen Teil in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bin ich es entsprechend. Können Sie sich gerne an uns wenden oder eben die sonstigen Kolleginnen und Kollegen auf der Fläche. Frau Fetz hat gerade noch den YouTube-Link gepostet. Können Sie sich gerne noch angucken, auch vielleicht heute im Anschluss nochmal reinschauen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Teilnahme, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Spaß im Wald weiterhin. Bis zum nächsten Mal.